Herzlich willkommen zu einem meiner kurzen Selbstgespräche. Das Thema meines heutigen kurzen Selbstgespräches lautet: Dort, wo es am heiligsten leuchtet, wo am meisten Rettung, Erlösung, Sicherheit proklamiert wird, dort findet der meiste Missbrauch auf der Erde statt. Warum ist das so? Kurz vorab, vom 7. bis 9. Juni gibt es in Rheinland-Pfalz in Kleinich, sehr idyllisch in einem Naturkräutergarten gelegen, eine Ausbildung zum Liebenden. So wirst du energetisch unabhängig in diesen harten, unwirtlichen, schwierigen Zeiten. So öffnest du dein Herz, so kannst du endlich Grenzen setzen, deine Wahrheit leben, deine Gesundheit, deine Beziehung, deine Finanzen von innen nach außen in göttliche Wahrheit ordnen, 7. bis 9. Juni in Kleinich zwischen Wiesbaden und Trier in Rheinland-Pfalz in idyllischer Umgebung in einem Naturkräutergarten. Wenn das etwas für dich ist, schau gern auf www.martinuhlemann.de. Bei Fragen dazu melde dich gern bei meiner Assistenz über martinuhlemann-coaching@gmx.de. martinuhlemann-coaching@gmx.de. Gerne können wir persönlich sprechen, telefonieren, um deine Fragen zu beantworten. Jetzt aber zurück zum Thema und zum Inhalt meines heutigen kurzen Selbstgespräches. Dort, wo die meiste Heilung proklamiert wird, dort, wo am leuchtendsten Heilung, Rettung, Erlösung dran steht, dort findet auf der Erde der meiste Missbrauch statt. Warum ist das so? Hier an der Stelle möchte ich Bezug nehmen auf meine persönliche Erfahrung, unter anderem Bezug nehmen auf meine persönliche Erfahrung von 12 Jahren spiritueller Szene in Deutschland, möchte ich Bezug nehmen auf meine Erfahrungen Kirche, Staat, Rettungsinstitutionen betreffend, nicht zuletzt auch auf meine persönliche Erfahrung, das theoretisch heiligste und liebevollste überhaupt betreffend, nämlich die eigene Familie. Warum findet auf der Erde dort, wo es am goldensten glänzt, wo sozusagen am leuchtendsten Sicherheit, Heilung, Rettung, Erlösung dran steht, warum findet dort der mit Abstand heftigste, massivste, allerdings auch oft am wenigsten zu sehende Missbrauch statt? Vielleicht müssen wir ganz kurz vorab klären, was ist Missbrauch? Missbrauch ist, wenn ich meine Fürsorgepflicht, meine Sorgfaltspflicht, meine Verantwortung ehrlich, integer, seriös, wahrhaftig, liebevoll zum Wohle aller Beteiligten zu interagieren, also mit anderen, zu deren Wohl und ihrer Sicherheit zu interagieren und da zu sein, wenn ich diese Sorgfaltspflicht, diese Pflicht des Behütens und Beschützens, diese Pflicht meines für jemand anderen integer und wahrhaftig Daseins missbrauche, verrate, wenn ich mich an jemand anderem energetisch vergehe, einen anderen energetisch benutze, wenn ich einen anderen in seinem energetischen Status im Grunde genommen, wenn ich den energetischen Status eines anderen senke, ich missbrauche einen anderen, ich bereichere mich an jemand anderem, ich erhöhe mich, ich bin nicht liebevoll, nicht sorgfältig, nicht integer, nicht wahrhaftig, nicht behütend und beschützend für andere da. Jetzt ist die große Frage,
Warum findet auf der Erde der heftigste, massivste Missbrauch genau dort statt, wo am leuchtendsten, am heiligsten, am heftigsten Sicherheit, Frieden, Geborgenheit, Fürsorge, Heilung, Rettung, Erlösung dran steht? Warum ist das so? An diesem Punkt müssen wir der Grundidee, der vollkommen auf dem Kopf stehenden Grundidee der irren, komplett um 180 Grad verkehrten Grundidee von Rettung, Heilung, Erlösung auf der Erde, jetzt auf der Erde mal sozusagen auf den Grund gehen. Menschen, die getrennt sind von Gott, von der Quelle, die getrennt sind von Liebe, von ihrem eigenen offenen Herzen, Menschen, die von sich selber getrennt sind, die getrennt sind davon, radikale Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Und hier rede ich natürlich über Erwachsene. Allerdings findet natürlich auch unfassbar viel Missbrauch auf der Erde vielleicht der dramatischste und fatalste Missbrauch auf der Erde an Kindern statt, aber erwachsene Menschen, die sich von sich selbst getrennt haben, die sich von der Quelle in sich selbst getrennt haben, von Gott der Liebe, von ihrem eigenen So-Sein, diese Menschen träumen einen Traum. Und diesen Traum, dieser Traum heißt, Rettung kommt von außen. Ja? Menschen, getrennt von sich selbst, leben das Leben um 180 Grad verkehrt herum und träumen, dass Rettung, Heilung, Erlösung etwas ist, was von anderen kommt. Also meine Probleme, die ich habe, gesundheitlich, finanziell, partnerschaftlich, beruflich, die Probleme, die ich habe, haben nur sekundär mit mir selber zu tun, sind mehr oder weniger Zufälle. Und wenn ich diese Probleme lösen möchte, dann brauche ich dafür jemand anderen. Viele meiner Probleme kann ich angeblich gar nicht selber lösen. Dafür brauche ich den Staat, die Kirche, die Partnerschaft, den Therapeuten, den Arzt, den Guru, die spirituelle Sekte. Ich brauche. Also, ich bin getrennt von der Lösung meiner Probleme. Ich kann meine Probleme nicht durch ein neues Bewusstsein, eine neue Perspektive, eine neue Art zu leben, das Leben ganz anders zu betrachten, mit dem Leben gänzlich anders zu interagieren. Ich kann meine Probleme nicht alleine lösen und brauche dafür die unter anderem von mir aufgezählten Dinge. Das ist die eine Seite des irren und gestörten Glaubens über Rettung, Heilung, Erlösung, Gesundung, Heimkehr, Liebe. Die andere Seite der Medaille, da wir in der Dualität leben, ist, dass Menschen, die ganz ebenso im Inneren von sich selbst ihrer eigenen Liebe zu sich, ihren eigenen Schattenängsten, Dämonen getrennt sind, dass solche Menschen einschlafen in einen Glauben, dass sie andere Menschen retten könnten, beziehungsweise gibt es natürlich auch eine nicht geringe Zahl von Menschen, die nicht etwa einschlafen in diesen Glauben, sondern die Sehnsucht der Mehrheit der Menschen nach externer Rettung, Heilung, Erlösung, Gesundung ausnutzen und sich daran massiv bereichern. Das heißt, ein Mensch, der glaubt, dass Rettung, Heilung, Erlösung durch etwas im Außen stattfindet, durch gesellschaftliche Anerkennung, durch die Erfüllung der Erwartungen von Institutionen, dem Staat, der Kirche, einer Sekte, einem Partner oder Zugehörigkeit zu einem bestimmten sozialen Stand, Karriere in einer ganz bestimmten Berufsrichtung, in einer ganz bestimmten Firma. Also, die eine Seite der Medaille,
des Missbrauchs auf der Welt wird genährt von Menschen, die glauben, wenn sie die Erwartungen anderer erfüllen, wenn sie sozusagen sich einem äußeren Konstrukt von vermeintlicher Sicherheit, von vermeintlicher Verbundenheit und Zugehörigkeit beugen und die Regeln externer Institutionen, Vereine, Staaten, Religionen, Sekten erfüllen, dann könnte ihnen Heilung, Rettung, Erlösung, das Gefühl von Verbundenheit und Liebe von außen nach innen zuströmen und sie könnten von außen nach innen gesund werden. Die andere Seite der Medaille sind eben Menschen, die das ausnutzen und für andere anbieten. Also, wenn du in diesem Staat sowas Ähnliches wie Sicherheit und gesellschaftliche Akzeptanz genießen und erfahren möchtest, dann musst du dich impfen lassen, dann musst du unsere Ideologie, unsere Regeln befolgen, dann musst du einen Teil deiner Einnahmen, deines Gewinns, all dessen, was du erwirtschaftest, an uns abführen. Das nennt sich dann beispielsweise unter anderem neben vielen anderen Steuern. Also, der meiste Missbrauch auf der Welt hat seine Verantwortung in meiner Sicht der Dinge nicht bei den Missbrauchenden, denn die Missbrauchenden auf der Welt sind in ihrer Anzahl deutlich weniger. Der meiste Missbrauch in der Welt, und wir reden hier noch immer über Erwachsene, also der meiste Missbrauch in der Welt zwischen Erwachsenen trägt seine Verantwortung und seinen Ursprung in dem riesengroßen Feld von Menschen, die sich missbrauchen lassen, um durch ein bisschen externe Annahme, Bestätigung, ein bisschen externe Zugehörigkeit, also ein bisschen eines Gefühles externer Verbundenheit, externen Status, ihre innere Trennung von sich selber nicht fühlen zu müssen. Und das Fatale ist, wenn du ein Mensch bist, der glaubt, dass Heilung, Rettung, Erlösung durch den richtigen Partner, die richtige Religion, die richtige spirituelle Gruppierung, den richtigen Staat, also wenn du glaubst, dass Rettung, Heilung, Erlösung von außen nach innen stattfinden kann, dann ist das Fatale an dieser Reise, dass dein Schmerz, also deine inneren verdrängten Schattenängste, Dämonen, dein inneres Ich bin es nicht wert, hier niemals Erlösung finden, denn deine inneren Traumata, deine inneren Schattenängste, Dämonen haben ja, Entschuldigung, aufmerksam zuhören, den göttlichen Sinn, dich entdecken zu lassen, wo einzig und allein Heilung, Rettung, Erlösung, Gesundung, Heimkehr, Verbundenheit, Fülle, Erfüllung zu finden ist, nämlich in dir selbst. Und so dreht sich dieses riesige Rad des Missbrauchs in der Welt im Jahre 2024 vielleicht heftiger als seit vielen, vielen hundert Jahren. Ein paar wenige Menschen bieten dir unter der Überschrift des golden glänzenden externen Heilung, Rettung, Erlösung, wenn du bei mir das 20.000 Euro Coaching buchst, wenn du sozusagen die Regeln unserer Gemeinde, unserer Glaubensgemeinschaft, wenn du die Regeln und die Auflagen unseres Staatssystems erfüllst, wenn du tust, was wir von dir haben wollen, wenn du dich von uns missbrauchen lässt, dir dein letztes Hemd nehmen lässt, einen nicht unerheblichen Teil deiner Einnahmen, einen nicht unerheblichen Teil deiner Einnahmen uns abgibst, dann erfährst du Verbundenheit, Heilung, Rettung, Erlösung durch uns. Dieses Thema ist nicht zu lösen. Dieses Thema ist nicht zu lösen von außen nach innen, nicht über das neue Coaching, nicht über die neue gesellschaftliche Anerkennung, nicht über den neuen Partner. Dieses Thema ist tatsächlich Dieses Missbrauchsthema auf der Erde ist tatsächlich nur zu lösen, wenn du dich abwendest, wenn du dein Herz öffnest, wenn du anfängst, Zeit zu verbringen mit deinen Schattenängsten, Dämonen, mit deinen eigenen
Traumata, mit all dem, was sich in dir nicht liebenswert anfühlt, wenn du in die Höhle trittst, vor der du dich am meisten fürchtest. Der meiste Missbrauch auf der Erde findet dort statt, wo es am goldensten glänzt, wo dir am meisten externe Heilung, Rettung, Sicherheit möglichst noch mit Garantie versprochen wird, wenn du nur dein Geld, deine Huldigung, deine Zugehörigkeit, dein jemand anderem folgen, die Regeln, Erwartungen, Statuten und Gesetze eines anderen, wenn du das nur befolgst, dann findest du hier Heilung, Rettung, Erlösung in dem Weg, den Wahrheiten, den Inhalten eines anderen. Das ist unmöglich. Niemand ist deinen Weg jemals vor dir gegangen und niemals wird deinen Weg jemals wieder gehen. Wenn du aus dem Missbrauchsszenario der Welt aussteigen willst, fange an, deine Gefolgschaft, deine blinde Huldigung, deine Hörigkeit, dein auswendig Gelerne der Wahrheiten anderer zu beenden. Fange an, Zeit mit dir selber zu verbringen. Fange an, Licht in deine eigene Dunkelheit zu wenden. Fange an, zu lieben, was sich nicht liebenswert anfühlt, und im Außen klare Grenzen zu setzen. Deine Werte zu wissen, deine Werte zu kommunizieren und für die Einhaltung deiner Werte zu sorgen, dein Herz zu öffnen und dich niemals mehr von niemandem schlecht behandeln zu lassen. Der meiste Missbrauch findet dort statt, wo es am goldensten glänzt und die meiste Heilung, Rettung, Erlösung von außen nach innen versprochen wird. Und das beenden nicht die, die dir Heilung, Rettung, Erlösung in diesem Staatssystem, in dieser Sekte, dieser Gemeinschaft, dieser Religion, dieser Partnerschaft, dieser Interessengemeinschaft, dieser Loge oder wo auch immer versprechen. Das endet, wenn du als der dich missbrauchen Lassende deine inneren, verwundeten, bedürftigen Kinder liebevoll ansiehst, annimmst, behütest und beschützt, dich nicht mehr schlecht behandeln lässt, andere nicht mehr schlecht behandelst und dein Tun im Außen nicht mehr in allererster Linie der Befriedigung deiner Bedürfnisse unterordnest, sondern in allererster Linie dem Leben deiner Werte. Ein erwachsener Mensch ist simpel daran zu erkennen, dass er das Leben seiner Werte über die Befriedigung seiner natürlichen Bedürfnisse nach Verbundenheit, Annahme, Anerkennung stellt. Ein Kind im Körper eines Erwachsenen ist ganz simpel daran zu erkennen, dass es die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse nach Liebe, Annahme, Anerkennung, Verbundenheit über die eigenen Werte stellt. Vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Wenn du Begleitung möchtest auf deinem Weg zurück zu dir, findest du mich auf www.martinuhlemann.de. 15 Minuten eines gemeinsamen Gespräches sind nach wie vor kostenfrei. Schreibe dazu gerne eine Mail an meine Assistenz unter martinuhlemann-coaching@gmx.de. Vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen.